Jetzt geht's. Hallöchen, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Life on Wheels oder auch ein anderer Vlog. Ich sag mal so, es ist kein wirklicher Life on Wheels Vlog oder auch kein wirklicher anderer Vlog, sondern einfach ein allgemeiner Vlog, sag ich mal dazu. Und da will ich so ein bisschen jetzt reden, was die Woche auch los war, auch vielleicht etwas Neues. Und wie es auch weitergeht momentan mit dem Kanal, ja. Aber dazu kommen wir jetzt gleich. Ja, Freunde, erstmal, wie es mir geht. Mir geht's ganz gut, ich hoffe natürlich euch auch. Ich sehe wahrscheinlich übelst fertig aus heute. Kann ganz gut sein, ich bin seit um 5:30 oder so bin ich jetzt schon wach heute. Der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen, dass ich Prüfung hatte die Woche. So eine Hausprüfung, sag ich mal so. Das ist so eine Prüfung. Ich mache ja in 3 Wochen circa, mache ich ja die IHK-Prüfung zum Kaufmann für Büromanagement. Und diese Hausprüfung von meiner Ausbildungsstätte war jetzt einfach nur so eine Probe für Leute, die jetzt zu arg nervös sind. Und auch eine Einreichungsnote auch für die Prüfung dann. Am ersten Tag haben wir da Gemeinschaftskunde geschrieben und Deutsch. Am zweiten Tag haben wir dann Wirtschaft und Soziales geschrieben. Und am dritten Tag haben wir Kundenprozesse geschrieben, also das heißt Buchführung, KLR und Finanzierung. Alles, der ganze Schritt, was dazu gehört. Und die Busse momentan fahren auch momentan echt scheiße hier in Heidelberg. Vielleicht wohnt der eine oder andere von euch auch in Heidelberg, dann wird das vielleicht wissen, dass momentan hier viel umgebaut wird. Und ich bin heute auch in die falsche Richtung gefahren mit einem beschissenen Bus und... Ach Freunde, momentan ist es einfach viel für mich und deswegen, ich musste einfach nonstop lernen und so. Und es wird nicht besser natürlich, sagen wir es mal so, es ist jetzt sogar noch wenig gewesen, weil es momentan nur die Hausprüfung war. Und es ist ja wie so eine Klassenarbeit einfach nur, sag ich mal. Also war es noch nicht ernst, aber jetzt geht es los, dass ich jetzt richtig anfangen muss mit Lernen, mit allem Möglichen, damit ich einfach was für die Zukunft habe, weil YouTube ist ein Hobby von mir, immer noch, und klar würde ich mal eines Tages gerne so groß damit sein, dass ich damit mal irgendwie Geld verdienen kann oder leben kann davon, weil ihr wisst ja, der Arbeitsmarkt als Rollstuhlfahrer ist nicht ganz einfach. Ich muss mich darauf einstellen, was ich bekomme. Und auch manchmal heißt es auch vielleicht, was mir auch nicht so viel Spaß macht. Und YouTube ist eine Sache, was mir Spaß macht natürlich. Aber bis es halt wirklich mal so ist, wird es auf jeden Fall dauern. Und bis dahin brauche ich natürlich irgendwas, wo ich meine Zukunft mit ernähren kann. Oder auch vielleicht für immer. YouTube ist so eine Sache wie, als wenn man Sänger ist oder so. Als Sänger kannst du zwar Talent haben. Okay, ich finde, als YouTuber muss man nicht unbedingt Talent haben dafür. Man muss einfach die Leute dazu bewegen, ihre Videos anzuschauen und... Genau. Aber der Punkt ist einfach, dass ich momentan einfach keine Zeit habe, keine Lust... Oder nennen wir es eher mal, keine Kraft habe, zu Videos wirklich zu machen. Ich will euch nicht kaputt, K.O. oder fertig oder genervt Videos für euch machen, sondern ich will euch gute Laune bringen in den Videos, vielleicht auch dem einen was mitgeben. Und ja, deswegen kamen die Woche auch keine Videos, weil ich momentan zu viel am Lernen bin. Ich denke, ihr akzeptiert es der eine oder andere, hoffentlich. Ändern kann ich das nicht. Würde ich gerne, aber geht momentan einfach Kraft nicht. Es gibt dann einen Punkt bei einem Menschen, wo man sagt, okay, so weit geht's und so weit geht's einfach nicht mehr. Und bei mir ist momentan wirklich der Punkt so kurz davor, dass es nicht mehr geht. Und ich will wegen einem Hobby, sag ich mal so, meine Zukunft auch nicht verbauen. Und ja, dann der zweite Punkt, ist mir extrem was aufgefallen, und zwar... Erstmal haben wir die 600 Abonnenten locker geknackt, was mich sehr, sehr freut natürlich. Nochmal danke dafür, für jeden Augenblick, wo ihr mit mir zusammen verbringt, die ihr mit mir teilt, die mich unterstützen, die mit mir zocken. Da will ich mich auf jeden Fall wirklich bei euch bedanken. Jeden Augenblick, sage ich jetzt mal so.
Und wir haben auch schon jetzt viel zusammen erlebt, hohe Zeiten gehabt, tiefe Zeiten gehabt und so weiter und so fort. Und wie soll man sagen, es gab schon mal eine Situation vor ein paar Monaten, wo ich eigentlich mir überlegt hatte, bis zur Prüfung, das war ungefähr, glaube ich, vor einem halben Jahr, bevor ich auch in die Wohnung gekommen bin, zu sagen, okay, ich mache jetzt erstmal Schluss mit YouTube und konzentriere mich nur auf die Schule. Aber dann habe ich selber für mich gemerkt, okay, warum soll ich meine Ausbildung oder meine Verpflichtung überstehen über mein Hobby, was mir wirklich Spaß macht und auch eine Ablenkung ist. Weil ich finde, mit jedem Lernen und auch was man tut, Arbeiten, Familie hat oder sonst was, soll man auch immer eine Abwechslung haben. Ob es eine Beziehung ist, egal wo, man sollte einfach was haben, was für einen selbst gut ist. Das ist nicht nur für euch, dass ich vielleicht den einen oder anderen mit meinen Videos unterhalten kann oder auch erfreuen kann, vielleicht, was ich natürlich hoffe, sondern es ist ja auch für mich ein Hobby. Und ich muss sagen, auch momentan die Gameplays und Let's Plays und so ist schön und gut, aber momentan habe ich auch, wie gesagt, nicht so Bock mehr so zu zocken. Und mir macht es momentan viel mehr Spaß, mit euch so zu reden, wie jetzt gerade, wo ich einfach drauf losreden kann, über jeden Scheiß, sage ich jetzt mal so. Zum Beispiel, die Videos Live on the Wheels kamen mir bei euch immer sehr gut an. Ich glaube, auf dem einen Video habe ich jetzt 13 Likes. Wenn ich so überlege, das habe ich auf keinem einzigen Gameplay-Video. Außer es ist ein bisschen älter. Und ja, finde ich krass. Also, da würde ich gerne mal eure Meinung wissen. Ob euch Vlogs mehr gefallen als Let's Plays und soll ich eher lieber momentan in der Zeit, wo ich auch sage, okay, ich habe momentan nicht so Lust auf Let's Plays, sondern oder einfach nur auf, wenn ich Bock habe, Let's Plays mache und dann eher mal mit euch, dann aber auch nicht jeden Tag, sondern vielleicht alle 2 Tage mal über ein Thema rede, wie zum Beispiel auch mit meiner Behinderung, mit Life on Wheels. Vielleicht eröffne ich auch einen anderen Blog noch, wo ich auch mit euch Themen besprechen werde, wie meine Meinung ist, zum Beispiel, was weiß ich, nimm mir mal ein krasses Thema, Sex ab 14, sag ich mal, oder Schwangerschaft ab 14, was ich dazu meine. Und ja, sowas habe ich mir gedacht und das natürlich das Projekt Life on Wheels immer mehr, immer größer machen. Und ich habe mir auch mal eine Sache überlegt. Ich habe euch ja auch immer gesagt, nur, dass ich im Rollstuhl sitze, aber der Beweis. Deshalb fand ich immer lustig, weil ich glaube, es gab keinen Moment, wo ich es wirklich gezeigt habe, mal. Mich so in ganzer Pracht, sag ich mal. So, ihr habt ja immer nur Dingbereiche gesehen. Aber was hier hinten, ich kann euch ja verarschen und sagen, okay, ich bin kein Rollstuhlfahrer, ich sitze eigentlich die ganze Zeit. Ich bin einfach nur ein kleiner Mensch und habe mich da rangezogen. Aber das finde ich ganz interessant, dass es darauf keinen noch nicht kam. Und vielleicht gibt es die nächsten Tagen auch eine Enthüllung, wo ich mich wirklich so präsentiere, wie ich bin. Und ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie es für euch ist. Dann da bin ich, wie gesagt, auf eure Meinung einfach gespannt. Und ich hoffe, dass ihr mich darin auch unterstützt und mir auch vielleicht in den Kommentaren schreibt. Das ist auf jeden Fall, ich hoffe natürlich auf den Schlussfaden jetzt zu kommen. Das heißt, dass ich nicht mit YouTube beende, sondern einfach nur momentan eine Sache suche, wo ich sage, okay, darauf muss ich nicht jetzt wirklich jeden Tag was raushauen. Weil bei einem Let's Play ist es ja wirklich so, dass man versucht, jeden Tag was zu bringen, um einfach auch mit Projekten durchzukommen. Weil angenommen, ich würde jetzt jede Woche ein Video raushauen von einem Let's Play. Da hättet ihr darauf auch keinen Bock, weil es keine Abwechslung ist. Und ich denke, das sind so Blogs und Redevideos und Erklärvideos oder weiß der Kuckuck was. Oder einfach auch nur so zwischendrin mal ein paar Videos wie GTA, kann man auch, hat ja keine wirkliche Story. Sondern einfach nur random Zeug von mir bringen, was ich gerade Lust habe. Und das ist auch momentan so der Stand, wo ich sage, okay, damit könnte ich leben. Ich kann damit so mein Video machen, kann ein bisschen was rauslassen. Aber ihr habt auch ein bisschen Unterhaltung und ich kann mich trotzdem weiterhin auf die Prüfung vorbereiten. Und das ist ja auch sehr wichtig. Und ich denke mal, ich bin ja ab einem Alter, wo man sagt, okay, das muss man langsam im Kopf kriegen, dass
nicht alles schön im Leben ist, dass man nicht alles nur positiv, sondern dass es jetzt auch langsam bald ernst wird bei mir, wo ich jetzt keine Eltern habe, die mich jetzt finanzieren, mein Leben lang, oder Kindergeld etc. pp. Ich bin zwar noch 22 und das mit Kindergeld ist ja mit 25 und so weiter, aber ich will auch nicht unbedingt vom Staat leben. Und deswegen ist eine gute Ausbildung und auch ein gutes Abschluss auch sehr wichtig, sage ich mal so. Und ja, ihr habt vielleicht gemerkt, dass ich wieder viel random geredet habe, einfach drauf losrede, wie immer, das gefällt mir auch. Und ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, weil ich habe einen neuen Banner mir erstellt, wie ihr das so findet. Und ja, folgt mir wie gesagt auf Twitter, da werde ich auch jetzt momentan öfters aktiv sein, auch ein bisschen mal erzählen von mir, was ich so gerade tue oder mache etc. pp. Und ja, dann hoffe ich, dass ich den einen oder anderen von euch hier jetzt eine kleine Erklärung geben konnte, warum keine Videos momentan kommen oder warum ich vielleicht nicht so oft mehr an der PlayStation online bin. Einfach weil mir momentan die Kraft fehlt so und auch die Lust wirklich aktiv zu zocken und sag ich mal auch, oh, mein Handy hat vibriert, aktiv auch daran da zu Kommentare und so weiter, und ich will mehr Zeit nutzen, vielleicht auch wirklich von mir als Person mal was da zu lassen, und vielleicht kommt es ja für den anderen oder so cooler vor, sondern weil ich auch als Rollstuhlfahrer, ich habe keine Angst, mich hinter einem Let's Play zu verstecken, sondern ich bin ich und jeder sollte. Wenn es einem nicht passt, kann er gerne auch deabonnieren etc. pp. Aber wenn er gerne mehr von mir sehen will und auch von mir was erklären will wegen Behinderung und so, ihr wisst ja, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich habe manchmal das Gefühl, dass sich keiner traut, wirklich Fragen zu stellen. Stellt Fragen, so viele wie ihr könnt, und dann werde ich sie auch in einem Video bearbeiten. Sagen wir es mal so, schaffen wir 10 Fragen unter dem Video, speziell über mich als Person, die ihr vielleicht noch nicht wusstet. Auch wenn ihr neu seid und sie nicht wusstet, könnt ihr sie gerne fragen. 10 Fragen, dann gibt es ein Video. Und wie gesagt, auch über Körperbehinderung oder sonst was Behinderung oder über was ich denke. Vielleicht mache ich da so zwei paar Formate oder red mit euch einfach drüber. Und ja, ich denke, das alles gesagt, was sein musste. 10 Fragen. Und dann gibt es ein kleines Frage-Beantwort-Video. Und vielleicht gibt es auch demnächst ein kleines Enthüllungsvideo mit dem Rollstuhl. Und mal schauen, wie ich das auch machen muss, machen will. Weil ich habe ja keine so, ich gehe mal hier rum Video, sondern Kamera. Ich habe ja nur diese Webcam hier. Und da muss ich mal schauen, wie ich das so ein bisschen gestalte. Aber ihr könnt mir auch gerne Tipps schreiben, ob ich das cool verfassen soll oder einfach in einem Video mal zeigen soll. Und ja. Also meine Freunde, ich bin euer Storn, haut rein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Eine gute Nacht. Guten Morgen. Wann ihr auch immer dieses Video schaut. Lasst doch ein Like da. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ich bin euer Storn und tschüss.